Und ich begrüße euch recht herzlich mal wieder. Wo sind wir? Wenn wir hier rüber schauen, sehen wir noch ganz schwach unser Haus. Warum bin ich hier heute schon mal hergelaufen? Und zwar aus dem Grund hier drüben. Hier haben wir ein paar Gummibäumchen. Und da schauen wir mal hin. Ich habe auch einen kleinen einen kleinen Tri-Tap gemacht, um zu schauen, ob wir da nicht etwas Gummi finden. Und ich habe auch vor, die Bäume da drüben ein bisschen dem Erdboden gleich zu machen. Jetzt muss ich aber kurz hier ein wenig die Musik leiser machen. Ich habe ja gesagt, ich mache mal die nächste Zeit keine Musik. Ich habe ein klein bisschen Schwierigkeiten, weil es scheint so ist, dass in meiner Musikliste, die wohl normal nur aus Game-Musik besteht, irgendwelche Titel dabei sein sollen, die wo nicht Games sind. Muss ich mal nachschauen. Und da sind wir schon bei den Gummibäumchen. So. Eins, Diggi. Da noch irgendwo einer. Schauen wir mal nach oben. Ich habe gesagt, ich soll ein wenig die Musik eigentlich leiser machen und meine Stimme ein wenig lauter. Ich habe jetzt mal das Mikro so eingestellt, wie als ob ich ein Tutorial machen würde. Aber und hoffe eigentlich, dass es jetzt nicht zu laut ist. Ich teste halt noch rum. Es ist halt aller Anfang, war eigentlich die erste Folge ist schwer. Und ich glaube, da ist auch noch ein Opa. Ja, da ist auch noch einer. Gummibaum, aber auch einer ohne Gummi. Das darf doch nicht sein. Okay, dann machen wir euch mal klein und hoffe, dass es noch mal ein paar Saplings gibt. Bei den Gummibäumen geht der Timbermod logischerweise nicht. Och, da war doch Gummi. Und nochmal. Sehr schön. Jetzt haben wir vier Stück, da kommen wir aber nicht weit. Ich will schauen da auf die eine Insel, wo man sieht. Das kann ich. Oh. Da kommen wir nicht hoch. Wir sind zu klein. Na, falscher Knopf. Haben wir hier noch irgendwo Gummibäume in der Nähe? Nein. Dann machen wir doch einen, solange wir hier sind. Holen wir uns gleich noch ein bisschen Holz mehr. Dann stehen wir hier nicht nutzlos in der Gegend rum. Das gerade so. Keine Ahnung. Was steht denn da dabei? Robust Sapling. Okay, drei Stück haben wir. Vier. Vielleicht kommen wir noch zwei, drei runter. Dann bewegen wir uns zurück. Nee, habe ich nur das Gefühl oder ist es irgendwie ein Ruckeln heute hier? Na, komm hier hoch. Das Äpfelchen brauchen wir auch noch. Oder bin ich an der Grenze und das muss jetzt gerade noch die Welt generieren? Das kann auch nicht sein. Vier Kerneprozessor, wo ich habe von einem, okay, Pseudokerne, acht Pseudokerne von AMD. Sind ja tatsächlich nur vier echte Kerne und die
Redsperre miteinander benutzt und deswegen soll es 8 sein. Aussieht. Machen wir ein klein bisschen leiser. So. Nein, da ist nichts mehr da. Das lassen wir. Wandern wir ein Stückchen zurück. Gerade darüber. Weil wir bräuchten auch noch Sand. Wenn ich mir aber da überlege, 8 Kerne, na das Ding pro Kern 4100 MHz, wenn er hochgetaktet ist. Und jetzt denke ich zurück an meinen allerersten PC. Das Ding hatte 4,5 MHz. 512 Kilobyte Arbeitsspeicher. Und der 5,25 Zoll war es, glaube ich, wie die Kaizen Diskettenlaufwerk. Also so Plastikscheibe da, glaube ich, 10 auf 10 oder 12 auf 12 Zentimeter groß. Da war ich der erste Diskjockey, da hat man immer jongliert. Und das allererste Spiel war damals, lass mich mal überlegen, ich glaube, das war. Was war das jetzt? War das die Lemmings? Nee, die Lemmings waren es schon. Die waren in Farbe. Nee, das war nicht das erste. Das erste Spiel. Mann, ich kann mich nicht. Oder war das schon Railroad Tycoon? Weiß gar nicht mehr. Also eine der ersten Spiele, die wo ich also gespielt habe, war Railroad Tycoon und die Lemmings. Und dafür haben wir dann Arbeitsspeicher von 512 auf 640 Kilobyte vergrößert. Das war der einzigste Rechner, den wo ich auch komplett gekauft habe. Also nicht selber zusammengebaut, sondern komplett. Und der hat kostet 2500 D-Mark. Also der wo die D-Mark noch nicht mehr weiß, was das war. Das war, was ich da immer, 1 Euro sind 2 D-Mark. Na? Das gefällt mir aber gar nicht heute, da das geruckelt. Das war aber heftig gerade. Also jetzt 2 D-Mark sind 1 Euro. Jo. Wie viel haben wir jetzt Sand? Ja, das langt einmal, dass wir uns Richtung Heimat begeben. Wegen dem dunklen Werden. Und ach, bleib, na, hausch halt ab. Da ist schon wieder ein Enderman, die verfolge mich. Na, schneller. Renn! Renn! Tulu, renn! Ich hatte Forest. Forrest Gump war auch ein schöner Film. Oder ist ein schöner Film. Ja, und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, dann war das erste, was ich mir dann gekauft habe, zum selber aufrichten, war dann eine EGA, also 16 Farbe-Etikett, also noch keine VGA, sondern EGA und ein EGA-Monitor. Da der Monitor damals 14 Zoll. EGA 750 D-Mark kostet gehabt. Schwupp, schwupp. Und jetzt geht's darüber. Ja, das passt von der
Zeit. Nee, passt nicht. Ich wollte ja eigentlich gleich. Gleich darüber. Ja, na, ist egal. Lassen wir es dunkeln werden, dann bauen wir oben an unserem Dach weiter. Und dann werde ich wahrscheinlich die nächste Folge hier mal schauen, dass ich, also bis zur nächsten Folge hier mal schauen, dass ich den Gebäudeteil hier mal wahrscheinlich offline selber fertigstelle. Noch eine Kiste, damit man mal da. Was in aller Welt treibst du gerade? Das ist nicht ansprechend. So, den Gummi. Die Kiste stellen wir mal hierher. Da tun wir den Sand erstmal rein. Ne, Quatsch. Eine Palte mal und tue gleich einmal Glas machen. Da wollte ich gucken. Nein, das ist ein ganz anderer Rohbau. Alles klar, müssen wir aufbauen und abreißen. Das ist auch ein anderer. Okay. Das ist nicht so gut, wenn das verschiedene ist. Ne? Das ist auch anderes Holz. Kacke. Naja. Hier kommt der Sand rein. Und 5, 6, 7, 8 mal Kohle. Was wollte ich hier jetzt rein tun? Ich habe jetzt, ach so, den Gummi. Tun wir hier mal rein. Die anderen Setzlinge sind auch ganz anders wie das, was wir hier hinten tun. Ne, das mache ich offline. Da brauche ich euch nicht damit behelligen. So, das bald einmal. Machen wir mal hier oben. Gerne eine Flasche Pommes. Na, langt's? Ja. Okay. Das wäre der Bereich. Und jetzt ziehen wir hier hinten noch rüber. Könnte auch ein klein bisschen öde. Also geplant ist jetzt von mir eigentlich, dass ich nochmal spazieren gehe, dass ich nochmal ein paar von den Kühen erlege. Ja, das hier wird auch größer noch. Da wird ich die Wand wie die Wand, die wo jetzt hier ist, die werde ich vorziehen. Wahrscheinlich bis hierher, dass man hier zwei hat zum Vorbeilaufen dann. Und hier hinten rein dann
des Lagerbauer mit den Kisten. Aber dafür möchte ich auch schon nicht Holzkisten verwenden, sondern größere machen. Ich glaube, Bronze ist das, was mehr übrig bleibt zum Schluss oder wo man nicht so viel braucht, dass ich da Bronzekiste schon mache. Fast fertig das Dach. Wie gesagt, das Stockwerk hier, also das Ding, Gebäudeteil, jetzt mache ich doch das Dach nicht zu. Was treibe ich hier? Das wird nicht zu, weil hier kommt die Treppe nach oben denn. Hier soll die Treppe nach oben. Ja, das lassen wir mal so weit dabei. Das wäre es. Also, ich werde offline darüber die Gummibäume anpflanzen und dann wieder die Saplings mehr oder weniger die Bäume dann wieder abreiße und die Saplings nochmal drauf mache, damit wir dahinter die eine Insel, die wo jetzt hier ist, dass wir die voll haben mit den Robber. Damit wir mehr oder weniger Gummi haben, sonst kommen wir gar nicht vorwärts mit den Industrialmods. Und das geht auch über den Wind. Mal sehen, F7 warte. Bisschen leiser. Ja, doch nicht so arg leise. Rechtzeitig Glas. Und wie gesagt, das Stockwerk werde ich fertig machen. Ja. Mal sehen, vielleicht lasse ich es ein bisschen, dass ihr das seht, wie mehr oder wie man dann, jetzt kommt das Wort, wie man dann hier, wie war das mit denen? Nein, das sind die Stufen. Wie waren das? Wie waren das? Da muss ich jetzt selber gucken. Und zwar brauchen wir die hier. Ach, so war das. Das heißt, so, so, so und so und so. Dann haben wir die abgeschrägten. 5 Stück. Jetzt gucken wir mal, ob ich die so also schön an die Seite her machen kann schon. Oder ob man da mit Erde dann dran hinarbeiten müssen. Nein, müssen wir nicht. Es geht eigentlich einwandfrei. Jawohl, einwandfrei. So. Nun brauche ich dann noch jede Menge Holz, um das fertig zu machen hier außenrum. Aber Holz haben wir ja jetzt auch wieder geholt. Das müsste genügen für den Teil. Und ich würde sagen, das war's schon wieder für die Folge. Ich schaue, dass ich ein klein bisschen mehr Musik wieder reinbringe, weil der Hintergrund muss ein bisschen lauter, irgendwie unterhaltsamer wäre. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch wieder, wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Ciao, ciao, euer Olli.